Kamera ist jetzt quasi von der Batterie her ausgegangen. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Du sagst, ab dem Moment war er einfach zu hässlich und nicht mehr darstellbar. Genau. Hässlich ist von uns keiner gewesen. Trotzdem ist ab Minute 21 der Akku von der Kamera leer gewesen, von daher gibt es dort leider kein Video mehr. Willkommen bei der 9. Episode vom Vitamin Berge Podcast. Und die Stimme, die du gerade gehört hast, hast du eventuell irgendwo schon mal gehört. Ich spiele es dir nochmal vor. Ja, hallo Robert, Mischa hier. Ich weiß gar nicht, warum ich so gerne in den Bergen bin. Ich bin gar nicht so gerne in den Bergen. Ich bin nämlich lieber am Meer. Aber wenn es wirklich einen Grund gibt, gerne in den Bergen zu sein, dann ist es, weil es da die geilsten Sonnenauf- und Untergänge der Welt zu beobachten gibt. Insofern viel Glück mit Vitamin Berge und mach's gut. Ciao. Genau, Mischa war nämlich in der 0. Episode, hat er mir auch sein Statement zu den Bergen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich hatte lange überlegt, mache ich das mit Mischa oder nicht, weil, wie du gehört hast, lieber Meer als Berge. Und dann habe ich mir gedacht, doch, das machst du. Und rausgekommen ist wirklich ein sehr witziges Interview mit ihm, ein Gespräch eher. Und wir mussten dann feststellen, oder ich musste feststellen, dass es eigentlich doch sehr viel verbindende Elemente gibt. Hört einfach rein, es hat viele, viele Themen und am Ende ist eigentlich der Deal, Mischa und ich gehen klettern im Kletterwald in Bloching. Also viel Spaß, wenn du das Ganze angucken möchtest, zumindest bis Minute 21, dann kannst du das machen unter vitaminberge.de/009. Viel Spaß, bis bald. Völlig vergessen, Mischa hat sein Rezept für die besten Kässpätzle oder Kässpatzen, je nachdem wie man will, auch verraten und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und jetzt geht's los. Ich sitze hier oberhalb von Kempten auf dem Blender, 1073 Meter hoch und bei mir ist Mischa. Wir sind hier gerade hochgewandert und jetzt gibt es erstmal ein kurzes Gipfelbier. Hallo Mischa. Sehr zum Wohle, servus Robert. Ja, so, das ist gut. Mischa, erzähl kurz, wer bist du und was machst du? Wer bin ich? Eine super Frage. Wie lange haben wir Zeit zum Philosophieren? Also Tonaufnahme können wir Tage machen. Beim Video bin ich mir heute nicht so sicher. Okay. Wer bin ich? Ich bin Mischa, der Blogger. Ich bin Mischa, der freie Journalist. Ich bin Mischa, der lebensbejahende, mit dem VW-Bus herumfahrer. Ich bin Mischa, der auch manchmal auf 1370 Meter hohe Berge steigt. Ja, also ich habe den Blog Adios Angst, Bonjour Leben, über den wir uns letztlich auch kennengelernt haben, vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, denke ich mal. Auf dem Blog geht es über meine frühere Zeit, in der ich viel mit dem Thema Angst, Panikattacken und Depressionen zu tun hatte und wie ich letztlich den Cut gemacht habe und einfach ein neues Leben begonnen habe. Es gibt viele Tipps, Hilfestellungen zur positiven Lebensführung. Ich erzähle einfach viel von meiner Geschichte und ermutige da Menschen, es mir ein bisschen nachzumachen. Weil wenn ich immer sage, dass ich aus der Sache rausgekommen bin, dann können es meiner Meinung nach andere Menschen auch. Und ja, darum dreht sich ganz vieles auf meinem Blog. Und so nebenher, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, arbeite ich als freier Journalist und Texter, mache auch so ein bisschen Lektoratsachen. Und will aber mittelfristig mit meinem oder werde mit meinem Blog auch Produkte entwickeln, entwerfen. Bin auch gerade dabei, schon an einem ersten Buch zu schreiben. Und ja, und wenn es mir langweilig ist, wie jetzt gerade eben, fahre ich mal wieder mit meinem VW-Bus durch die Weltgeschichte. Ich habe gerade eine vierwöchige Deutschlandtour hinter mir. Und vor 2 Jahren war ich mal 6 Monate in Europa unterwegs. 20 Länder mit 20.000 Kilometern, also... Ja, ich denke, ich habe zurzeit ein Leben, das ganz gut zu mir und meinen Bedürfnissen passt.
Ich habe dich ja damals verfolgt und auf jeden Fall werde ich das auch verlinken. Du hast mich verfolgt? Ja, genau. auf deinem Blog verfolgt. Und dann haben wir uns, ich glaube, das war Oktober oder November 2014, das erste Mal bei dir gesehen. Ja. Und da gab es dann auch eine leckere Köstlichkeit, zudem aber später. In der ersten, nee, in der nullten Episode vom Vitamin Berge Podcast hast du mir ja auch auf den AB gesprochen. Da hieß es so, eigentlich bin ich ja lieber am Meer und nicht so gerne in den Bergen. Was ich aber an den Bergen mag, sind die Sonnenaufgänge. Sind die besser als an dem Meer, also am Meer? Ja, also jein. Also normal ist gar nichts besser als am Meer, weil am Meer ist einfach alles am besten und das Leben am schönsten. Nur ich finde, am Meer ist halt, ist es so ein ruhigerer Moment. Das ist wirklich genau dieser Punkt. Ich schaue hier auf das Meer, die Sonne, fertig, aus. Und ich finde, aus den Bergen ist es irgendwie erhabener, einfach viel mehr, in viel mehr Ecken zu schauen, einfach von oben diese ganze Sache zu sehen. Das ist irgendwie nochmal eine Stufe, ja, eindrucksvoller, weil, ja, es ist so ein gottgleiches Gefühl. Also müsste ich quasi für dich das Vitamin C T-Shirt drucken lassen. Definitiv, für mich grundsätzlich ja. Weil bei der ganzen Sache darf man eins nicht vergessen, dieses Höhenthema oder Höhenangstthema trägt sich bei mir durch mein ganzes Leben und da arbeite ich auch immer viel dran, nur ich werde in meinem Leben kein großer Alpinist mehr werden und insofern mir liegt das Wasser besser, nur ich tue dann immer mein Bestes und schaue, wie viel ich von den Bergen vertrage und wie viel die Berge von mir vertragen. Und für den Blender reicht es ja. Und hier hast du wahrscheinlich auch einen sensationellen Sonnenauf- und Untergang. Definitiv. Wenn jetzt nicht so viele Wolken werden. Das habe ich letztes Jahr schon mal ausprobiert hier und es war großartig, ja. Jetzt habe ich aber genau, ich war jetzt auch 2 Wochen an der Nord- und Ostsee und mir war dort zu viel Trubel. Aha. Viel zu viel los, also ich bin dort nicht so wirklich zur Ruhe gekommen. Jetzt sagst du ja eigentlich fast genau das andere. Bei mir sind es die Menschen, bei dir sind es eher so die Kanten, also die nicht horizontal oder gerade Linie. Kannst du dir irgendwie ausmachen, warum das ist, warum Menschen so verschieden sind? Oder kommt das von Kindheit an? Oder, weil du bist ja jetzt auch in Bergen aufgewachsen, also zumindest in den Hügeln davor. Das ist ja das Sinnlose. Ich meine, ich lebe an den Bergen und ich liebe das Meer. Meine Güte, habe ich auch kürzlich mal festgestellt. Was soll das? Ja, also denke ich schon, dass die Menschen da sehr verschieden sind und ich kenne auch einige Freunde, die so absolute Bergfetischisten sind, nenne ich sie mal, und die zwar auch mal gerne ins Meer springen, aber ansonsten sagen im Zweifelsfalle immer die Berge. Und dann kenne ich auch genug Menschen, die einfach definitiv sagen, ja, es muss der große See oder das Meer sein. Das ist einfach das, was mir den Halt und die Stabilität gibt. Und bei mir ist es so, das Meer ist für mich ein Seelenort. Also ich merke es bei mir. Ich merke, ich komme da an, ich springe sofort hin, sofort Schuhe runter und wenn es irgendwie geht von der Temperatur, dann am besten auch reinhüpfen. Also bis 12 Grad geht noch gut. Ja, und da geht mein Herz auf. Berge ist auch schön. Ich habe allerdings da eben immer so ein bisschen zu kämpfen und zu schauen und so weiter und so fort. Ich genieße auch diese Ausblicke. Wenn es jetzt nicht gerade wie hier so ein bisschen diesig ist, heute dummerweise mal. ich kann jeden verstehen, der die Berge liebt, nur meine Seele will ans Meer. So, stell dir mal vor, du würdest mit mir unterwegs sein. Meer, ich Berge. Was denkst du, wäre so, du bist ja 6 Monate mit dem Bus durch Europa, wo sagst du, wo könnte das passen? Da habe ich einen sensationellen Ort. Da müssen wir zwar ein bisschen miteinander fahren, so rund 3.500 Kilometer ungefähr, gehen Norden. Und dann landen wir auf den Lofoten, diese wunderbare Inselgruppe, ca. 200 Kilometer lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Einzelinseln es sind. Und das wäre genau perfekt, weil das ist so, du fährst unten wirklich so entlang, die Straße schlängelt sich und es geht jeweils ungefähr ein 800 bis 1000 Meter hoher Berg hoch und unten ist einfach das Meer und halt immer so ein paar Meter ausgespart, wo ein paar Menschen wohnen. Das ist gigantisch. Das heißt, ich könnte da unten surfen, paddeln, biken, alle möglichen Sachen, die ich damals auch getan habe und du könntest einfach die ganze Zeit hochspringen auf den Berg, wenn du lustig bist, da auch mal übernachten. Das machen da auch ziemlich viele, also da ist so eine richtige Bergübernachtungskultur. Oder ansonsten dann wieder runterkommen, wir treffen uns wieder unten, da kann man überall wild stehen und unseren Fisch grillen. Also das wäre perfekt, das würde für uns beide einen idealen Urlaub bedeuten. Und genau, jeder hätte das seine.
Das Spannende ist, eine sehr liebe Bekannte, die Erika, uligunde.com, die war ja auch bei mir im Podcast. Aha. Die hat eigentlich fast das Gleiche gesagt von den Lofoten. Die waren ja auch da mit dem Busle, ebenso wie du. Und jetzt kriegen wir gleich Besuch, kein Problem. und wo würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen den Bergen auf den Lofoten, also jetzt mal vom Meer abgesehen, und den hier im Allgäu? Auf jeden Fall ist es so, dass die Berge im Allgäu noch so sind, dass ich da auf einige gehen kann. Und die Berge auf den Lofoten, wie mir manche Menschen erklärt haben, so sind, dass ich keine Lust hatte, hochzugehen, weil sie alle gesagt haben, da gibt es definitiv fast überall nur irgendwelche ausgesetzten Stellen und es geht halt relativ zackig, sehr steil, richtig zur Sache. Und da war mir dann klar, nee, das ist definitiv nichts für mich. Also das kann ich einfach nicht und das will ich dann in dem Moment auch gar nicht austesten. Ich finde es schön, wenn die Menschen das machen und ich habe dann auch mir mal schön die Bilder angeschaut von den Menschen, die dann da oben übernachtet haben und so. Nur, ja, also ich habe keine Strecke gefunden, wo mir jemand gesagt hat, okay, das passt jetzt irgendwie zu dem, was ich für mich in den Bergen vorstellbar ist, ja. Und nee, was der Reiz ist, das hast du ja eigentlich schon gesagt, weil also als ich die Bilder dann, ich bin bei dir und auch bei Erika auf dem Blog bei den Bildern einfach hängen geblieben, ja, weil das so eine spezielle Landschaft ist und ja, will auch hoch. Ne. Ja, und ich finde es zum Beispiel einfach gigantisch, unten zu sein und von unten eben auf die Berge zu schauen. Und das gibt mir genauso viel wie wahrscheinlich anderen, von oben runter zu schauen. Und insofern bin ich da eben auch komplett glücklich in so einer Umgebung. Also ein reines Meer, was einfach nur so langweilig da liegt, ist mir auch zu wenig. Also insofern, die Berge dürfen als Kulisse gern dabei sein. Sehr gut. Mein Geheimtipp ist ja so ein bisschen Madeira da. Weil da hat man das eigentlich auch. Ups. Ja. Berge, auch Hügel. Also du wirst da auch mit dem Bus langfahren können. Das wäre, du könntest sogar wandern wahrscheinlich. Ich dachte, nicht überall. Ich soll mit dem Bus die Berge hochfahren. Nein, dann, doch, kannst du ja, und dann oben wandern. Und du hast das Meer. Jetzt weiß ich aber, es gibt auch Menschen, die sagen, naja, da kann man jetzt zum Beispiel jetzt Nordsee, Ostsee, am Strand Ewigkeiten lang laufen. Wo ich dann sage, pff, öde. Ich brauche dieses um die Ecke biegen und du findest was Neues. Also dieses stundenlang oder Ewigkeiten gerade gehen und nichts ändert sich, da werde ich hibbelig. Wie geht es dir da? Ja, wahrscheinlich, weil ich die Frage schon ahnte, habe ich mich schon in den Lotus, in den halben Lotus-Sitz, in den Schneidersitz gesetzt. Für mich ist sowas zutiefst meditativ. Also mit jedem Meter, den ich einfach nur geradeaus gehe und es verändert sich nicht viel. Ich meine, es verändert sich letztlich immer was. Also selbst wenn du sagst, es geht Kilometer geradeaus, ist trotzdem jeder Meter komplett anders. Und ich kann mich darin, so langen Spaziergängen am Meer, einfach komplett verlieren. Einfach nur, das Hirn schaltet aus, der Wind pfeift, am besten laufe ich barfuß und wunderbar, mehr brauche ich gar nicht. Also ich brauche da keine weiteren Reize mehr. Ich komme da komplett runter und bin dann nach einigen Stunden einfach sowas von tiefenentspannt und glückselig und gehe dann daheim wieder in meine Ferienwohnung und schlafe erstmal eine halbe Stunde zufrieden. Sehr gut, jetzt haben wir aber genug über Meer geredet. Ach, schade, ich dachte, wir könnten nur über das Meer reden. Nein, das machen wir dann im nächsten Podcast. Ich bin ja mal gespannt, wann es dann die Seite Vitamin C gibt. Ja. .de oder was auch immer, vielleicht sollte ich mir die noch sichern. Ich könnte zwar nicht drüber reden, aber... Aber ich... Genau, verkaufe ich dann an dich. Du gehst ja mit deiner Vergangenheit relativ offen um, ja, aber mich interessiert eigentlich das, was nach vorne geht. Und da finde ich es ganz spannend, das, was jeder Blogger oder der irgendwie im Internet so ein bisschen was auf sich hält, hat ja die berühmte Bucketlist, also vom Film Das Beste kommt zum Schluss. Sprich, was will ich in meinem Leben alles noch machen? Und dann stehen da 10, 20, 30, 40, 50, 100 verschiedene Punkte drauf. Bei dir sind es 50. Und die, Entschuldigung, das Bier holt. und das willst du bis zu deinem 50. Abgearbeitet oder gemacht haben. Wie gesagt, wir sind bei Vitamin Berge. Deswegen habe ich mir jetzt mal so ein paar Punkte rausgeschrieben,
wo ich sage, die treffen eigentlich auch bei mir zu, beziehungsweise da finde ich mich wieder, das könnte man sogar zusammen machen im Zweifelsfall, ja. Weil da treiben uns die gleichen Ängste beziehungsweise Sorgen. Und machen wir das ganz einfach zum Start. Auf Madeira ein Madeira trinken. Oh, das sagst du, das Einfachste. Das ist für mich das Einfachste. Erstens, weil ich schon auf Madeira war. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch keinen Madeira-Wein getrunken. Okay, schade. Ich bin immer beim Bier geblieben, Korall als Empfehlung. Was ist das Besondere an dem Madeira-Wein, dass du den auf Madeira trinken willst? Ich meine, du könntest auch Portwein in Porto trinken. Nee, hast du schon gemacht, glaube ich. Das habe ich schon, genau. Deswegen ging es da mehr oder weniger um das kleine Wortspiel, Madeira-Madeira-Spiel, haha. Lustig. nein, ich mag Madeira so als kleinen, ja, wie also als Sherry-Wein und so weiter. Mag ich ganz gerne. Es schmeckt mir soweit, wobei das jetzt nicht irgendwie eins meiner Lieblingsgetränke ist. Madeira finde ich insofern faszinierend, weil diese Insel wird mich dann, wenn ich es tue, mit Sicherheit ganz stark herausfordern, weil alle, die dort waren, sagen, dein Gehirn, das jetzt nicht unbedingt so an die Höhe angepasst ist, wird die ganze Zeit sehr stark gefordert oder vielleicht oftmals auch überfordert sein. Und ja, deswegen, ich kann es mir jetzt aktuell noch nicht so richtig vorstellen, nur mal schauen. Also es sind da noch ein paar Jährchen bis dahin und dann schaue ich mal, bis wie viel oder wie gut ich mich da noch trainiere oder noch mehr Dinge mache, die mir sonst Angst gemacht haben und vielleicht sind wir dann mal gemeinsam dort und trinken einen. Oder ich lande dort, trinke einen am Flughafen und heb sofort wieder ab und muss gar nicht in die Berge. Ich wollte gerade sagen, Landung. Ja, da habe ich auch Bilder gesehen. Hui, das ist ja der nächste Punkt. Jetzt mal davon abgesehen, dass Madeira eines der gefährlichsten Spots ist oder Landebahnen Europas. Es ist eine Insel, mit dem Schiff kommt man dort eher, naja, ungünstig hin. Jetzt weiß ich aber, dass du schon seit Ewigkeiten nicht geflogen bist. Richtig. Wie schaut es da aus? Ja, das ist jetzt gerade dabei, sich zu ändern und vermutlich, wenn diese Folge erscheint oder erschienen ist, bin ich schon geflogen oder grüße dann schon aus Sardinien oder bin dann schon wieder zu Hause, keine Ahnung. Auf jeden Fall ab diesem Moment, wo wir das hier heute aufnehmen, ist es jetzt noch eine Woche bis dahin. Ja, und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin da nicht genügend aufgeregt. Nur andererseits denke ich mir, dass ich mir im Laufe der Jahre viele Mittel und Möglichkeiten zugelegt habe, einfach mit meinen Ängsten umzugehen und dass ich nur weiterkomme, wenn ich mich den Sachen auch stelle. Und ich habe mich in den letzten Jahren extrem vielen Dingen gestellt und habe mich vieles getraut oder habe auch vieles getan, was ich andere Menschen, wie ich weiß, nicht trauen würden in verschiedenen Bereichen. Und jetzt ist halt das Fliegen mal dran und ich bin einfach bereit, das anzunehmen und anzuerkennen, was dann da kommt. Und ich will es einfach mal ausprobieren. Ich habe keine Garantie, dass oder wie gut das funktioniert. Nur ich würde es mir mein Leben lang vorwerfen, wenn ich nicht zumindest das auch wieder mal probiert hätte. Dann toi, toi, toi auf jeden Fall. Dankeschön. Sag deiner lieben Frau bitte, sie soll ein Foto von dir machen im Flugzeug während des Fluges. Das würde ich gerne noch mit verlinken. Okay, alles klar. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich mir rausgepickt habe. Meine Grenzen im Hochseilgarten ausloten. Ich selber war auch noch nie im Hochseilgarten, muss ich dazu sagen, weil ich auch Schiss habe. Und ja. Zwar noch nicht mal vor der Höhe, mit der komme ich inzwischen relativ gut klar, aber ich habe Angst vorm Fallen. Ah. Ich stelle mir dann immer vor, wie wäre es jetzt, wenn du runterfällst. Ja. So. Verständlich. Trotzdem hätte ich schon richtig Lust, alleine aus dem Abenteuer, aus diesem Kindlichen heraus, mal so einen Tag im Abenteuer, also nicht im Abenteuerland, im Hochseilgarten zu verbringen. Was ist für dich da die Herausforderung? Auch die Höhe oder konditionell denke ich eher nicht, da bist du ja sehr gut. Also. Ja, beides, also die Höhe und mit Sicherheit auch so ein Stück weit diese Sturzangst. Und das Lustige war, als ich vor 3 Jahren in der Klinik war, aufgrund meiner verschiedenen Thematiken, wäre sogar so ein Parcours auf dem Plan gestanden und hatte ich mich schon angemeldet. Nur dummerweise bin ich dann einen Tag vorher krank geworden und es ging
definitiv nicht. Und das war damals so ein bisschen schade, weil natürlich viele andere, die mit mir in der Klinik waren, das gemacht haben und ich gesehen habe, was die da für einen Kick daraus gewonnen haben. Insofern war für mich klar, das will ich mal machen. Das ist so ein Punkt, der ist jetzt leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich hatte auch irgendwie ständig irgendwie tausend andere Themen. Nur in der Tat, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich habe auch bei der lieben Nima von Abenteuer unterwegs mal einen Gutschein gewonnen für den Kletterpark Blochingen. Vielleicht sollten wir da einfach mal hinfahren. Das war jetzt auch mal leider schon wieder in Italien auf dem Weg nach Griechenland. Nein, ich meine, vielleicht sollten wir zwei da hinfahren. Blochingen ist nicht weit, ja. Genau, und das dann einfach mal machen. Wahrscheinlich hat mir in dem Moment irgendwie mal der Umsetzungspartner gefehlt. Da ist dann so doch noch so ein leichtes, altes Vermeidungsmuster bei den Dingen, die so eine ganz große Überwindung kosten, dass ich jetzt für mich selber das plane, okay, da fahre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 150 oder 200 Kilometer, um dann da alleine in diesen Hochseilgarten zu gehen. Ja, da gibt es dann doch irgendwie immer noch viele gewichtige Gründe, die dagegen sprechen. Aber wer weiß, machen wir einfach einen Deal. Okay, dann machen wir den Deal jetzt abgeschlossen. Jawohl. Wir gehen zusammen nach Blochingen im Hochseilgarten. Alles klar, ich freue mich. Noch. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir könnten dem am Rheinfall gehen, aber da weiß ich, wie es da lang geht, den mache ich nicht zuerst. Okay. Nächster Punkt. Auf die Aussichtsplattform Alpspix gehen, ohne in Ohnmacht zu fallen. Dazu zu sagen, Alpspix ist so eine halbe Brücke, die am Berghang ist, in der Nähe von der Zugspitze, bei der Alpspitzbahn in Kreinau bei Garmisch-Partenkirchen. Und man geht davor, wenn es Wind ist, wackelt es auch so ein bisschen, was vielleicht noch nicht mal das Schlimme ist, aber der Wind macht Geräusche, dass man denkt, das Ding wird abgebaut. Und darunter geht es halt einfach mal 800, 900 Meter ins Nichts. Ah. Und das habe ich auf meine Liste geschrieben? Das steht auf deiner Liste. In welchem betrunkenen Zustand habe ich die denn geschrieben? Also wir trinken ja alkoholfreies Bier, möchte ich dazu sagen. Ich habe mich auch noch nicht da drauf getraut. Also ich war dreimal schon dort, also ja, wo ich dann auch hätte dort drauf gehen können. Ich bin auch vielleicht 3-4 Meter ein Stück vor und dann habe ich abgebrochen, weil es mir einfach zu heavy war. Irgendwie habe ich der ganzen Konstruktion nicht glauben können, dass das standhält. Ich war auch mit meinem Vater dort. Mein Vater, der ist Statiker. Ja. Sprich, der hat mir dann sehr lange ausgerechnet und vorgerechnet, wie das verankert ist und so weiter, aber so wirklich Gehör hat er bei mir nicht gefunden. Ich weiß auch, dass Flugzeuge sicher sind. Genau. Bist du dich einer dann doch verrechnet. Also das ist, denke ich mal, auch so eine Challenge, wenn du die angehst, bin ich gleich dabei. Also das ist ja ähnlich, auch dieses Vertrauen in die Technik, in die Baukünste, ja, in den Mut zu fassen, wirklich davor. Wahrscheinlich wird nie was passieren. Wahrscheinlich aber nicht. Wobei, wenn ich selbst wie du nur diese 3 oder 4 Meter gehen würde, wäre das für mich schon ein so riesengroßer Erfolg, dass ich danach schon sagen würde, ey, okay, den Haken mache ich. Ich brauche da vorne gar kein Beweisfoto. Aber wie gesagt, sag niemals nie. Ich wollte auch bewusst damals so ein paar von den Zielen schon hochstecken, um mir selber ein bisschen Anreize zu bieten und es nicht zu einfach zu machen. Und du hast ja definitiv die Sachen rausgezogen. Definitiv. Es geht gleich weiter. Die heftigsten sind. Ach, du Schande. Das nächste, wobei, ehrlich gesagt, finde ich den nächsten Punkt nicht so heftig wie jetzt zum Beispiel den Alpspix, auch wenn manche sagen, ist so Spaziergang. Ja. Bahn hoch, da drauf und Bahn runter. Ups, hier musste ich jetzt mal kurz an die Kamera. Die ist nämlich gerade ausgefallen. Ab hier leider kein Video mehr. Das ist, oh, dann können wir ja völlig entspannt jetzt hier reden. Noch entspannter. Wo war ich stehen geblieben? Klettern lernen. Genau. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen auseinandergebrochen bin. Die Kamera ist gerade ausgefallen, deswegen ab hier gibt es leider kein Video mehr. Oh Menno. Aber ehrlich gesagt, ich sah jetzt auch nicht mehr so gut aus. Genau. Ja, Entschuldigung, natürlich nicht ich sah. Der nächste Punkt war Klettern lernen. Und ich finde, Klettern hätte ich jetzt mehr Bock drauf, als auf den Alpspix, also auf diese Aussichtsplattform zu gehen, weil irgendwie da habe ich es selber in der Hand. Ja, es ist ganz sicher so. Ich finde auch so Sachen wie so Aussichtsplattformen, da muss man ja dann nur schauen,
was sie da in China oder wo auch immer da für sinnlose Sachen hinbauen. Das ist ja letztlich auch nur so eine Belustigung für die Leute im weitesten Sinne. Und so richtig den Sinn dahinter erkenne ich sowieso nicht. Also mir sind auch Dinge lieber, die ich selber in die Hand nehmen kann, wo ich mich wirklich selbst beweisen kann in dem Sinne, dass ich was tue und nicht nur eben mit einer Bergbank hochfahren und irgendwo dann da rausgehen. Und das ist beim Klettern ganz klar so, dass ich einfach sagen kann, ich mache mir meine Meter nach oben selber. Und es war für mich dann eben ganz spannend mal zu sehen, bei so einem ersten Schnupperkurs, dass auch auf 10 Meter Höhe in diesem gesicherten Zustand das gar nicht so dramatisch ist, von dort runter zu schauen. Also es fühlte sich für mich echt gut an. Also beim ersten Mal war es noch so ein bisschen wackelig und ab dann war das irgendwie so, ja okay, also normal, geht auch so. Und insofern verstehe ich jetzt auch viele Menschen, die schauen oder geschaut haben, dass sie übers Klettern eben so ein bisschen an das Höhenangstthema rankommen. Und ja, ich habe da durchaus Lust, da auch nochmal ein bisschen mehr in die Richtung zu machen. Vielleicht einmal in Andalusien, in dieses schöne Kletter-Climbing-Lodge oder so zu gehen und da mal einen Kurs zu machen in einer schönen, warmen Umgebung. Und ja, mich einfach mal so ein bisschen diesbezüglich auch noch ein bisschen mehr auszutesten. Also muss nicht, aber ich finde, das macht schon. Das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ich denke halt dieses stufenweise nach oben und nicht dieses einmal und Abgrund und weg, sondern stufenweise selber hoch. Und dann vor allem, also ich habe es auch gemerkt, hoch ist meistens kein Problem, nur runter. Ja, also das ist ganz klar. Vor allem, als ich dann mit Nima und Stevie von Abenteuer unterwegs dann zum ersten Mal an einem echten Fels in Katalonien klettern durfte und dann plötzlich klar war, okay, da darf ich beim Abseilen wirklich auch ein bisschen aufpassen und hier mit dem Abstützen und dass ich nicht hier irgendwie gleich mal gegen so eine Kante dann dagegen saus und so. Also es macht die Sache ein bisschen anspruchsvoller und nichtsdestotrotz, das hat ziemlich Spaß gemacht und mal schauen, was ich in der Hinsicht noch so hinbekomme. Jetzt kommen wir zu leichteren Punkten. Eine Fernwanderung machen. Meinst du da eher sowas wie Alpenüberquerung, Oberstdorf, Meran, klassische ja. E5 ja, oder ja, eher genau. Den Jakobsweg? Ja, die Tendenz geht schon in Richtung Jakobsweg. Andererseits ist der mir wieder irgendwie so, das macht ja jeder mäßig. Du kannst dein Campen loslaufen. Ich kann ja mein Campen loslaufen. Ich hatte alternativ zu meiner Frau schon mal gesagt, ich will den Jakobsweg barfuß laufen. Als ich dann irgendwie nach 3 Kilometern dann auf dem Kiesel schon angefangen habe zu jammern und so, hat sie gemeint, ob ich sicher bin, dass ich den barfuß laufen will. Das ist jetzt noch nicht fix gesprochen. Ich muss mir mal anschauen, wie dieser portugiesische Jakobsweg so ist, ob das vielleicht möglich wäre. Also ich fände es, das wäre zum Beispiel für mich so eine gute Sache. Einfach mal so eine Fernwanderung, die jetzt aber nicht so irgendwie extrem ist. Und der klassische Jakobsweg ist, glaube ich, so bergmäßig an ein paar Stellen auch schon wieder so, wo ich nicht weiß, ob ich mich das wirklich in der Art und Weise trauen kann. Aber wenn es mal eine Fernwanderung ist, die eben so ein bisschen anstrengend ist, aber jetzt eben so rein vom Höhenprofil mich nicht überfordert, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Ja? Cool. Berichten wirst du ja auf jeden Fall davon. Das kannst du aber mal sehr sicher. Das kannst du mal glauben. Und der letzte Punkt, den ich mir noch rausgepickt habe, war in den Bergen im Freien übernachten mit Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Ja, letztes Jahr wäre es irgendwie gegangen, weil hatten wir so einen genialen August und der war so bockheiß und da gab es auch sehr viele gewitterfreie Nächte. Ich weiß nur nicht, wieso ich es nicht gemacht habe oder wieso wir es nicht gemacht haben. Heuer hatte ich es da mit einem Kumpel ausgemacht, nur da waren die dementsprechenden Voraussetzungen in diesem Sommer nicht ganz so gut. Wir haben dafür mal an einem Froschtümpel übernachtet, zwar auch sehr schön, allerdings nicht so bergig. Ja, das stelle ich mir genial vor. Ich kenne einige Menschen, die sowas öfter machen und die mir jedes Mal vorschwärmen, wie großartig der Moment ist. Ich kenne auch Menschen, die irgendwie in der Früh um 3 oder so aufstehen, um die Berge hochsprinten oder um 4 Uhr, um dann noch den Sonnenaufgang zu sehen. Kenne ich auch. Kennst du sogar ganz persönlich einen, ja. Sehr intim. Ja, das wird bestimmt ein großer Momenten werden und jetzt habe ich ja inzwischen sogar noch einen Biwak-Überzug für meinen Schlafsack. Also ich bin perfekt vorbereitet. Jetzt brauche ich nur noch den Moment. Bevor wir zu den Quickie-Fragen kommen, die alle gestellt bekommen, als wir uns, war das das erste Mal?
das erste Mal oder das zweite Mal, wo wir uns getroffen haben, wo wir bei dir waren, zu Hause, glaube ich, habe ich ja feststellen dürfen, dass du die sensationellsten Käsespätzle überhaupt machst, die ich bisher gegessen habe. Kässpätzle, wie mir Allgäuer sagen. Kässpätzle. Mhm. Und danke für das Kompliment. Ich bin ja so ein Kässpätzle, naja, Nerd. Nee, nicht Nerd. Also ich esse es gerne, aber ich bin zu doof, die zu machen. Also bei mir besteht das dann quasi aus fertigen Spätzle und einer Käsemischung von Umira und aus dem Edeka. Keine Schleichwerbung. Erzähl doch mal kurz, wie man es richtig macht, bitte. Oh. Welchen Käse benötige ich? Was muss ich machen? Und warum sind selbst geschabte Spätzle besser als die gekauften? Weil selbstgemachtes immer besser ist als gekauftes. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also ich bin ein ganz großer Slowfood- und Selbstmach-Anhänger. Deswegen stellt sich diese Frage gar nicht. Und jede schwäbische Hausfrau kann das auch beantworten, dass natürlich die eigenen Spätzle die besten sind. Wenn du das gesamte Rezept, sagen wir mal jetzt ein Rezept für vier hungrige, sehr hungrige Menschen, wobei ich habe, glaube ich, oder einen Robert. Oder einen Robert. ja, wir setzen mal an. Wir nehmen circa. Brauchst du jetzt wirklich genaue Mengenangaben nein, die Verhältnisse? Einfach bloß also, so ganz grob was. Also ganz grob kannst du sagen, auf 100 Gramm Mehl kommt ein Ei und dann für richtig gute Esser und Leute, die sehr gern Käse haben, kommen auf diese 100 Gramm auch nochmal ungefähr 100 Gramm Käse. Kannst du aber auch abstufen auf je nachdem 80, 50 oder wie auch immer. Das hängt einfach davon ab, wie käsig und schlonzig du das haben willst und auch wie intensiv der Käse ist. Also ich sage mal, wenn du einen sehr intensiven Käse hast, dann reicht vielleicht auch pro 100 Gramm dann nur 50 Gramm Käse oder so. Das ist einfach eine Sache, die ist ein bisschen rauszufinden. Und welcher Käse da reingehört, das kann ich natürlich ganz klar sagen. Das ist der Käse vom Jamai Leibspeis am Hildegardplatz in Kempten, der auch in Hamburg auf dem Wochenmarkt verkauft. Also für irgendjemand, der jetzt hier aus Hamburg zuhört. Und mein lieber Freund Snorre, alias Thomas Breckle, der lässt Bergkäse mehrere Monate oder viele Monate bis zu 3-4 Jahre in einem Gewölbekeller reifen und schmiert die. Und die kriegen dann ein Aroma. Ja, da wird einfach Bergkäse, zumindest in hiesigen Breiten, also jetzt hier meiner Meinung nach im südbayerischen oder süddeutschen Raum, komplett neu definiert. Und er hat mich damals angefixt mit dieser Ware und ja, insofern, da gehört der Bergkäse vom Jamai rein und am besten entweder nur mit dem Mengisch oder dann, oder man lässt sich einfach vom Snorre mal beraten, ob man noch zwei, drei andere Sorten rein dürfen. Da kann man nichts falsch machen. Dann ist das Gelingen gesichert. Und natürlich die Zwiebeln, ganz, ganz viele Zwiebeln, ganz, ganz lange in ganz viel Butter langsam anschmelzen lassen. Bei Kässpätzle und Zwiebeln, das muss richtig schön fettig sein. Dann ist quasi das Sodbrennen schon vorprogrammiert. Das Sodbrennen vorprogrammiert, dass man noch mit ein paar Weizen noch anheizen und runterspülen kann. Und dann rentiert sich wenigstens der Enzian hinten drauf oder was auch immer. Wenn ich jetzt nicht diesen tollen Käse aus Kempten habe, wenn du jetzt einfach so bleiben bei Edeka, auf was würdest du notfallmäßig noch ausweichen, was man jetzt so beim normalen Edeka bekommt? Ja, dann schau zumindest, dass du einen älteren Bergkäse kriegst, der mindestens jetzt schon mal ein Jahr auf dem Buckel hat, eher noch mehr. Also schon ein Bergkäse, der ein bisschen Aroma hat, einfach der schon gelebt hat und dementsprechend Power mitbringt. Es gibt ja Menschen, die mögen diese furzlangweiligen Kässpätzle, die da mit Emmentaler oder, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch Flachland-Tiroler, die den nur mit Gouda machen, auf das stehen. Das geht jetzt für mich als Allgäuer gar nicht, sondern also man darf es schon schmecken, dass da Bergkäse drin ist. Also insofern einen gereiften Bergkäse und ob der jetzt aus dem Allgäu, aus der Schweiz oder aus Österreich kommt oder was weiß ich, das ist letztlich egal. Kann man gerne auch eine Bergkäse-Emmentaler-Mischung machen ja, dann kannst du eigentlich gar nicht so viel falsch machen, meiner Meinung nach.
zweite Sache noch vor. Eins habe ich natürlich noch vergessen. Wenn du natürlich nicht die Chance hast, den Bergkäse von Jamai reinzutun, dann gibt es natürlich in den Läden wie beim Edeka sowas wie einen Romadur. Oder einen Limburger. Das ist so ein Weichkäse, der sehr aromatisch ist. Und von dem noch so 100 Gramm dazu macht die Sache dann richtig spannend. Und bist du eher der Fan vom Überbacken oder Reinmischen? Ich mache so, dass ich die abgeseiten Spätzle in eine ausgepinselte Form gebe im Ofen. Da kommt dann der Käse drauf und bis dann die nächste Schicht drauf kommt. Und wenn das Ganze sich ein bisschen vermengt hat, dann rühre ich einmal mit dem Löffel um und dann lasse ich das wieder ein bisschen stehen. Und dann wird dann so nach und nach die Schichten rein und dann immer wieder vermengt und zum Schluss die Zwiebeln oben drauf. Es gibt ja auch andere Leute, die machen das dann so in der Pfanne. Aber meine Variante ist eben, weil ich da auch gerne größere Portionen für mehrere liebe Freunde produziere, einfach ein schönes, großes Gefäß, das im Ofen nach und nach angefüllt wird. Dann wird ein paar Mal ordentlich umgerührt, dass auch alle gleich viel vom guten Käse haben. Und Zwiebeln drauf und Salz, Pfeffer und fertig ist. Sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall zusammenschreiben. Erstens, weil ich selber nachkochen will nochmal. Oder endlich mal richtig versuchen will. Und andererseits, damit es jeder machen kann und nicht halt mit dem Standard Gouda oder sowas und denkt, das wäre jetzt das Tollste auf der Welt. Es geht besser. Das andere noch vor den Quickfragen. Du bist gerade mit einer bekannten Freundin, was auch immer, Melanie, glaube ich, Melanie, dran, dein erstes Buch zu schreiben. Also quasi alleiniges Buch. Also nicht nur Co-Autor, das machst du schon, sondern genau, bei dem wunderbaren Buch I Love Mondays, das ich zusammen mit Tim Gimoy geschrieben habe. Genau. Worum dreht sich bei deinem neuen Buch? Bei meinem neuen Buch dreht es sich um das Thema Antidepressiva absetzen, das ich deswegen geschrieben habe, weil ich vor einem Jahr auf meinem Blog einen Artikel dazu verfasst habe, als ich gerade mein Absetzen nach über 10 Jahren Antidepressiva-Einnahme erfolgreich beendet hatte. Und darüber kommen so unglaublich viele Menschen auf meinen Blog und stellen mir so unglaublich viele Fragen. Und ich merke, da ist so viel Bedarf an Infos und an Hilfestellung da, dass Melanie hat diesbezüglich eine relativ ähnliche Karriere hinter sich, gesagt haben, wir wollen einfach mal die ganzen Aspekte, die dazugehören, unsere Erfahrungsberichte, Expertenmeinungen, viele Tipps und Hilfestellungen zusammenfassen, um wirklich mal ein großes Werk zu diesem Thema rauszubringen, weil es gibt leider so gut wie nichts auf dem Büchermarkt. Wir schreiben quasi das Buch, das wir selber uns in dem Moment, als wir selbst diese Medikamente abgesetzt haben, uns gern gewünscht hätten als Hilfestellung, dass es aber damals noch nicht gab. Und wir sind da überzeugt davon, dass wir ganz vielen Menschen damit helfen können und helfen werden. Und also dieses Buch ist notwendig. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es dann aufgenommen wird. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu verurteilen, die Psychopharmaka nehmen, sondern es geht ganz konkret darum, Menschen zu helfen, die nicht mehr die nehmen wollen und die aus irgendwelchen Gründen entschlossen haben, das jetzt zu ändern und denen einfach einen Leitfaden mit auf den Weg zu geben. Super. Wann wird es ungefähr rauskommen? Wir haben jetzt mal so den Frühherbst angepeilt, sagen wir mal roundabout Anfang bis Mitte Oktober, und ich denke, da können sich die Menschen dann in dem Zeitraum darauf einstellen, dass sie von uns was zu sehen bekommen, zu lesen bekommen. Sehr, sehr gut. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt zur Zielgruppe gehöre, finde ich es trotzdem super, dass sowas gemacht wird. Ich finde es insofern ganz spannend, auch wenn jemand nicht zur Zielgruppe gehört, weil fast jeder jemand in seinem Bekannten, Verwandten, Kollegenkreis hat, der jemand kennt, der gerade mit diesem Thema am Schaffen ist. Und insofern freue ich mich auch über jeden, der dann das ein bisschen weitererzählt, weil ich glaube, das Buch kann vielen helfen. Gut. Dann jetzt zur kurzen Fragerunde. 7 Fragen. Es werden irgendwie von Folge zu Folge mehr. Liegt das an mir? Nein. Erstens, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Haben wir fast schon geklärt am Anfang. Bitte, sag's mal ganz kurz. Bitte spulen Sie 25 Minuten zurück und hören sich das nochmal in aller Deutlichkeit an.
Ganz kurz, weil meine Seele am Meer zu Hause ist, weil ich das Meer in allen Varianten liebe, egal ob entlanglaufen, Stand-up-Paddling, Surfen, Kanu fahren, was auch immer man da alles machen kann. Ich fühle mich da großartig aufgehoben und geborgen. Ich finde das Meer per se gewaltig. Das zeigt einem die ganzen Dimensionen und wie klein wir als Menschen sind. Und bietet mir oder bringt mich in eine große, demütige, ehrfürchtige Haltung. Und deswegen Meer und, wie gesagt, im Idealfall mit Bergen dahinter. Sehr gut. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du dort 3 Monate wirklich einsam für dich wärst? Du hast vielleicht einen Laptop mit, im Zweifelsfall vielleicht auch Internet, aber grundsätzlich bist du alleine da und es kommt auch niemand vorbei. Also wenn ich da 3 Monate hätte, dann würde ich mir sogar wünschen, dass ich da gar kein Internet hätte, weil sonst neige ich dazu, solche Zeit dann einfach zu viel mit diesen Internettätigkeiten zu verbringen. Insofern also Vorstellung ohne Internet. Ich habe auf jeden Fall dann mein Mountainbike dabei und fahre natürlich da jeden Tag ein paar nette Runden. Ich laufe da, soweit es meine Bergmöglichkeiten zulassen. Ich betätige mich als Autor, weil ich da ganz viel Zeit dafür habe, viel niederzuschreiben, was mich so bewegt. Ich mache jeden Tag viel Yoga, Meditation und lese viel. Und damit ist der Tag schon komplett ausgefüllt. Und ich könnte 3 Monate genauso mit diesem Programm verbringen, ohne dass es mir einen einzigen Tag zu einer einzigen Sekunde langweilig werden würde. Also das sind auch Dinge, die ich so schon oft in meinen Alltag integriert habe. Und das ist für mich so nahe am perfekten Leben. Dritte Frage. Also sagen wir mal, das perfekte Leben ist nicht komplett ohne andere Menschen zu leben. Ja. Ich meine nur, ich würde diese 3 Monate aushalten. Oder Krantler. Genau. Danach gerne wieder mit Menschen, nur ansonsten die Inhalte dieser 3 Monate, die würden mich sehr zufriedenstellen. Drittens, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Was ist dir lieber? Oder was ist besser in deinen Augen? Früher dachte ich immer, der Sonnenuntergang, so klassisch mit einem Glas Rotwein und hier und Romantik, sehe ich inzwischen anders, weil ich finde, Sonnenaufgang ist was für die Menschen, die sich's verdienen. Und ich habe mich selber dazu gebracht, in den letzten Jahren mir Sachen mehr zu verdienen. Also sprich, auch mal früher aufzustehen, auch mal, wenn es vielleicht weh tut, in Anführungszeichen. Sonnenuntergang kann halt jeder, ne? Also du bist irgendwo im Urlaub, bist sowieso da, warst gerade beim Essen, dann hockst du dich an den Strand, schaust ein bisschen zu, machst ein paar Fotos und gut ist. Sonnenaufgang, ja, da gilt es halt schon vielleicht mal, dann ist es mal 3 oder 4:30 oder auch 5, je nachdem. Das sind deutlich weniger Menschen unterwegs. Die Zeit gehört einfach nur mir in dieser Zeit. Das Erwachen mitzuerleben, diesen Moment zu genießen und zu schauen, was sich dann nach dem Sonnenaufgang tut und wie langsam eben das Leben wieder einkehrt, finde ich großartig, finde ich absolut bewegend. Insofern, Sonnenaufgang ist mein neuer Sonnenuntergang. Und in diesem Jahr habe ich auch wirklich die maximale Zahl, also von betrachtet auf mein bisheriges Leben, also ich bin im deutlich zweistelligen Bereich von Sonnenaufgängen, die ich mir ganz bewusst angeschaut habe, indem ich eben extra aufgestanden bin und mir sie erschlossen habe. Ich könnte jetzt einfach mit böser Zunge behaupten, du hast dich mit deinem VW-Bus an den Strand gestellt und einfach den Vorhang aufgezogen und dich nochmal rumgedreht. Könntest du behaupten, stimmt aber nicht. Und da gibt es zum Beispiel einige Zeugen, wie zum Beispiel, als ich gerade auf Sylt war, den lieben Alex und Steffi Oettl, wobei Steffi ist liegen geblieben und Alex kam immer um 5.45 Uhr vorbei. Und dann sind wir raus und haben uns gemeinsam, 2 Männer, 2 Hunde, die Sonnenaufgänge angeschaut und sind mal kurz ins Meer gesprungen. Also die einfache Variante ginge, nur mir ist die etwas schwierigere lieber, weil sie sich geiler anfühlt. Wenn du doch mal in den Bergen unterwegs bist, was darf auf keinen Fall, also was hast du immer dabei? Mein Kopftuch natürlich, also für alle, die am Anfang noch das Video gesehen haben oder die überhaupt das Video reingeschaut haben, ich habe so ein schönes Buff und das hat mir ein netter Mensch mal geschenkt, der mir gerade gegenüber sitzt und dieses Ding
trage ich fast bei all meinen Outdoor-Aktivitäten und ist auch in den Bergen unverzichtbar, weil es ist ein wunderbarer, mal ist es ein Windschutz, mal ist es ein Sonnenschutz, mal ist es ein Halstuch. Ich finde das so großartig, dass die Vielfältigkeit und insofern. Und ich muss mir an dem Tag keine Gedanken um meine Frisur machen. Und ich finde, es sieht noch zusammen mit meiner Sonnenbrille auch noch richtig cool aus. Also von dem her. Da darf man sich dann nochmal jung fühlen. Da darf man sich jung fühlen. Das Buff muss dabei sein. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Für mehr Berge. Für also mehr. Nicht für mehr mit Doppel-E, sondern mit HR. Ja, ich verstehe. Was könntest du empfehlen oder was liest du gerne? Was lese ich gerne? Ich lese sehr, sehr gerne Blogs, die nichts mit Bergen zu tun haben. Nein, ich kenne aus dem Bereich immerhin 3 Sachen, die ich empfehlen kann. Immerhin. Und zwar kenne ich die liebe Erika von Uli Gunde persönlich und finde großartig, was sie macht und finde auch großartig, was sie für ein Mensch ist. Dann vorher schon angesprochen die liebe Nima von Abenteuer unterwegs, die ja zumindest Klettern so einigermaßen bergmäßig unterwegs ist und die mich mit Stevie damals auch etwas bezüglich meiner Höhenangst weitergebracht hat, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, und dann habe ich gehört, soll es noch einen sensationellen Blog namens Vitamin Berge geben, den ich in der anderen Form früher noch als Trailrunner-Blog auch immer interessiert verfolgt habe, weil ich einfach deinen Schreibstil auch ganz cool finde. Ich liebe auch deine Fotos, deine Art und Weise, wie du da rangehst und das ist cool. Und in der Tat, ich glaube, mehr ist es aus diesem Bereich nicht, aber du hast ja auch nur nach 3 gefragt, insofern habe ich nochmal Glück gehabt. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Wenn du noch andere hast, die jetzt nichts mit Bergen zu tun haben, wo du aber sagst, das sollten die Leute mal gesehen haben, frage ich dich gerne dann nochmal ab und würde ich gerne noch mit deinen Empfehlungen dann verlinken. Das heißt, ich darf mir in einer ruhigen Minute zu Hause überlegen. Genau. Das mache ich gerne. Also es dürfen auch gerne 5 sein, einfach wo du sagst, das könnte Leute interessieren, gerade jetzt mit deinem Hintergrund. Ja. Vielleicht der ein oder andere sagt, ja, ich habe auch vielleicht, ich kenne da jemanden oder ich habe selber mal was durchgemacht in der Richtung, wo du sagst, das ist genau das, was ich den Leuten empfehle, das lese ich auch immer, das hat mir geholfen. Da gebe ich dir gerne noch ein paar Sachen, die wir in die Shownotes packen. Genau, dorthin kommen die. Dahin kommt auch die Empfehlung. Jetzt steht hier, was empfiehlst du gegen Bergweh? das ist ganz, ganz einfach. Warte. Wir machen es jetzt mal so. Du wohnst in Kempten, in den schönsten Allgäuer Hügeln, Voralpen und so weiter. Ich weiß, du bist gerne am Meer. Jetzt sag mir doch mal, was machst du gegen Meerweh? Was ich gegen Meerweh mache, mich in meinen Bus setzen und ans Meer fahren. Und zumindest haben wir ja im Allgäu mal das Schwäbische Meer, also den Bodensee ja direkt vor der Haustür. Das ist für mich immer wie ein Urlaubstag. Und das andere Meer ist halt ein bisschen, das richtige Meer, ein bisschen weiter entfernt. Das ist wieder ein guter Grund, meinen Dr. D zu satteln. Und so wie jetzt kürzlich an Ost- und Nordsee zu fahren. Oder wie jetzt demnächst einfach mal nach Sardinien zu fliegen. Einfach dem die entsprechende tun. Die Zeit einräumen. Ich weiß, dass ich diese Zeit am Meer brauche. Also ich weiß, das ist ganz wichtig für mich persönlich. Ich war in diesem Jahr auch schon eine Woche auf Jüst im April. Da war nichts mit Baden, einfach nur Wind um die Ohren pfeifen lassen und es war wunderbar. Insofern, ich bin da ganz konsequent und gebe mir meine Zeit, die ich am Meer brauche und meine Dosis Berge gebe ich mir einfach, indem ich ja so ein bisschen bei uns im Voralpenland mit meinem Mountainbike rumcruise und manchmal so kleinere Sachen mache. Und das Riedberger Horn geht ja inzwischen auch für mich. Also insofern, immerhin schon mal ein Gipfelkreuz über 1700 Meter. Wir ersetzen jetzt hier einfach alles, was gerade mit Meer gesagt wurde, mit Berg und dann passt das auch für alle anderen. Ja, ganz genau. Einfach das, was für die Menschen wichtig ist, sich nicht nehmen lassen und immer wieder ins Bewusstsein rufen, loszulegen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Also das ist ein ganz klares Motto. Da nützt nichts mehr, irgendwie immer Filme anzuschauen oder zu philosophieren oder bei Facebook zu schreiben, oh, das hätte ich jetzt auch gerne, sondern halt einfach sich das geben. Ne? Weil wer sagt, dass er keine Zeit dafür hat, der nimmt sich nicht die Zeit dafür. Genau so ist es.
Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Da fallen mir auf Anhieb zwei ganz liebe Menschen ein. Und zwar, das sind zwei Ex-Kollegen von mir, der Alexander Wutschko und der Matthias Wild. Beide sind Redakteure bei der Allgäuer Zeitung. Der eine ist der Wirtschaftsredakteur und der andere ist der Knipsknecht, also auch genannt Fotograf. Und ja, das sind beides ganz wilde Bergler, die zusammen auch schon ein paar ganz coole Touren unternommen haben. Letzten Winter irgendwas, wo sie sogar mit Pickel irgendwelche Eiswände hoch sind. Ja, die viele Skitouren miteinander machen und einfach beide so viel Zeit, wie es irgendwie geht, immer in den Bergen verbringen, weil sie beide da ihr Seelenheil finden. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Das finde ich großartig. Ich sehe mir gerne immer die Bilder von den beiden an und lasse mir die Geschichten erzählen. Und das sind durchaus zwei Menschen, die was zu berichten hätten. Und ja, also, die haben keine Blogs, die können ja nur so Zeitungsartikel schreiben. Also, die können ja den Journalismus nicht so richtig. Insofern, ja, das wäre lustig mit den beiden. Super. Wenn die Leute jetzt sagen, ich will mehr über den Mischa wissen, ich will den Mischa kontaktieren, ich würde ihn gerne was fragen oder die Artikel von ihm lesen, wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man dich? Ladet mich ein in euer Strandhaus und ich komme euch besuchen. Ihr findet mich auf meinem Blog www.adios-angst.de oder schreibt mir eine Mail an mischa@adios-angst.de. Ansonsten findet ihr mich auch im Facebook. Wie auch immer das heißt. Bist du nicht auf Twitter oder Instagram? Doch, auf Twitter. Ja, Twitter ist so ein bisschen halbherzig, deswegen sage ich das nicht so gerne. Und natürlich auf Google Plus, dieser wahnsinnigen Plattform. Auf Instagram bin ich nicht, weil ich habe immer mal gesagt, Panikattacken lassen sich so schlecht fotografieren. Deswegen ist es da mit meinen Bildern nicht so weit her. Genau. Oder ansonsten gebt einfach bei Google ein Mischa und Blog und dann landet ihr auch sofort bei mir. Wunderbar. Vielen Dank, Mischa. Ich bin gespannt, wann das Buch dann demnächst beziehungsweise wirklich rauskommt. Jetzt hast du mich wieder unter Druck gesetzt hier. Ob das also klappt, wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Werde ich dann auch verlinken oder teilen, sobald es draußen ist. Sehr schön. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder, spätestens nämlich im Hochseilgarten in Blochingen. Blochingen, hui, ich freue mich drauf. Noch, genau, sehr, sehr schön. Ja, lieben Dank, hat großen Spaß gemacht. Bis bald, Mischa. Ciao, Robert. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/009. Wenn dir Vitamin Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Berge Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.